So, wir sind in der siebten Klasse in Physik und wir überlegen uns, wie wir sehr kleine Massen, also im 0, nix Bereich, also 0,15 Gramm hatten wir hier ein Beispiel, wie man sehr kleine Massen sicher und genau bestimmen kann, ohne Präzisionswaagen zu benutzen. Und zwar hatten wir ein Problem, eine Masse von 0,6 Gramm. 0,6 Gramm, das waren, sagen wir dazu M1, das waren übrigens vier kleine Kügelchen. Und diese vier kleinen Kügelchen, wie kann man die Masse dieser vier kleinen Kügelchen bestimmen? Und da ist uns was eingefallen. Und zwar, eine Grundüberlegung war eigentlich einfach. Wir haben einen runden Stab genommen. Und diesen runden Stab haben wir auf den Tisch gelegt. Und obendrauf, ich mache das mal in dunkelblau, obendrauf haben wir ein Lineal gelegt. Ein Holzlineal, ganz normales Holzlineal. Und mit diesem Holzlineal, da haben wir dann sogar Papier, kleine Stückchen Papier raufgetan. Ich mache es mal rot. Hier so zusammengeknülltes Papier. Und wir haben gesehen, also kleine Fetzchen, vielleicht so 5 cm mal 2 cm, so klein waren die, die ja nun wirklich kaum was an Masse auf die Waage bringen. Und diese kleinen Fetzchen, da haben wir praktisch den Gleichstand dadurch erreicht, dass wir gesagt haben, wir gucken uns mal das Lineal genauer an. Und da wir eine sehr genaue Einteilung haben, kann man auch genau die Mitte bestimmen. Und dieses Mitte bestimmen, das ging so, indem wir diesen Stab ganz vorsichtig nur hin und her gerollt haben. Der Stab ist sehr hart, das Lineal ist sehr hart, also wir können alle anderen Reibungsarten soweit vernachlässigen, nur das bisschen Rollreibung. Und das ist so gering, dass das wirklich tatsächlich genau die Mitte des Lineals war, als nichts drauf lag und auch die Mitte des Lineals, als diese beiden leichten Papierfetzchen links und rechts drauf lagen. Jetzt kommt aber der Haken an der ganzen Sache. Wir haben keine Präzisionswaage, deswegen haben wir uns dieses Ding überlegt. Und wir haben hier eine Riesenauswahl an kleinen Gewichten, aber die sind alle weit im 1, 2, 3, 4 Gramm und höher Bereich, also da konnte man nichts mit anfangen. Jetzt gebe ich mal eine Gedächtnishilfe. Wenn man normales Kopierpapier nimmt, Kopierpapier, also wie es überall zu kaufen gibt, Kopierpapier, dann steht da auf dem Karton drauf 80 Gramm pro Quadratmeter. Und jetzt überlegen wir mal gemeinsam, und ich mache in der Zeit Pause, was man mit diesem Kopierpapier anfangen kann. Aha, die Idee kam aus der Schülerschaft. Und zwar, wenn ich einen Quadratmeter habe, das ist ja ein riesengroßes Stück, kann ich hier gar nicht aufmalen, aber ich versuche es mal per Skizze doch so zu machen. Also ich habe 1 Meter mal 1 Meter, so ist es auch gemeint, ein Quadratmeter. Und wenn ich dieses Kopierpapier davon einen Quadratmeter hinlege, dann habe ich 80 Gramm Masse zur Verfügung. Damit geht das los. Und jetzt kam die Idee, naja, dann machen wir eben hier kleine Schnipselchen draus. Vielleicht kann man ja dann ermitteln, vielleicht kann man ja dann Grammgewichte machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist für jeden logisch, wenn ich diesen Bogen teile in der Mitte, dann hätte ich bloß noch einen halben Quadratmeter und der dürfte dann, also 0,5 Quadratmeter, und nur einfach geteilt, ne, den Bogen in der Mitte geteilt. Da ist dann hier einen halben Meter lang, okay. Hier bleibt dann 1 Meter langes Stück. Und dementsprechend hätte ich dann nur 40 Gramm, ne? Eigentlich logisch, wenn ein ganzer Quadratmeter 80 Gramm wiegt, dann wiegt ein halber Quadratmeter nur 40 Gramm. Wenn wir den jetzt nochmal falten, jetzt nehme ich mal Aubergine, ich mache hier einen Strich durch, dann habe ich praktisch ein Viertelstück. Das ist hier einen halben Meter lang. Hier einen halben Meter lang, jetzt habe ich das ein bisschen blöd skizziert, aber das sollte eigentlich ausreichen, und dann habe ich 20 Gramm pro 0,25 Quadratmeter. Ganz nebenbei, wenn ich das mal so schreibe, 80 Gramm pro Quadratmeter, hier kann ich mir eine 1 denken, und ich schreibe hier 40 Gramm pro 0,5 Quadratmeter. Dahinter steckt Proportionalität, ne? Wenn ich hier mit 2 erweitere, also hier in diesem Fall mit 2 mal 2, habe ich oben wieder eine 80 stehen und hier unten wieder eine 1. Also, das ist nichts Besonderes. Und jetzt folgendes: Wir wollen 0,6 Gramm haben. Wir wollen
probieren, ob wirklich das, was wir ausgerechnet hatten mit diesen Kügelchen, die wir hier einwickeln, und das andere Papier lassen wir natürlich drauf, damit das Papier erstmal dieses geknüllte und eingewickelte, wo die Kugeln drin sind, und das andere Stück Papier, was genauso groß ist, damit das nicht unser Ergebnis verfälscht. Deswegen lassen wir hier auf der Seite das Papier liegen und hier haben wir es, damit die Kügelchen nicht wegrollen. So, und jetzt wollen wir wissen, denn das sollten ja diese 0,6 Gramm sein hier. Diese 0,6 Gramm. Jetzt wollen wir ein Papierstück entwickeln, was 0,6 Gramm Masse hat. Und wenn dann wirklich die Waage im Gleichstand ist, dann haben wir es geschafft. Aber wie kommen wir da hin? Damit das besser sichtbar ist, mache ich mal in Schwarz weiter. Also, wir können noch Folgendes sagen: 80 Gramm für einen Quadratmeter ist gleich. Tja, und hier müssen wir dieses Stück haben, ne? Also müssen wir in diesem Fall mal blöderweise das x unten drunter schreiben, was uns aber nicht stört. Und hier muss 0,6 Gramm stehen. Wie kommen wir daran? Rechnet es mal aus. Also, wenn man die Gleichung stürzt, das heißt, das unterste zu oberst kehrt, ne, dann steht das x oben drauf und der Quadratmeter oben drauf, und dann mal 0,6 Gramm nimmt, dann, das machen die schon hier alles mit links, kann man die Gramm kürzen, es bleiben dann echte Quadratmeter übrig, und das kann man in den Taschenrechner eintippen, geht es am schnellsten, man könnte es auch im Kopf machen. Aber das sind 0,075 Quadratmeter. Mal anders ausgedrückt, wenn ich hier sage, zwei Stellen weg, hätte ich, ne, hier zwei Stellen, hätte ich 0,75 Quadratdezimeter. Also 0,75 Quadratdezimeter beziehungsweise 75 Quadratzentimeter. Ne, zwei Stellen. So geht das. Also wir können praktisch hier mit diesem Wert, mit dem hier. Ja, damit können wir was machen. Aber wie kommen wir jetzt auf, und jetzt zeige ich noch mal was. Wir hatten ja gesagt, wir falten und teilen. Faltet mal weiter, vielleicht kommen wir auf ein vernünftiges Ergebnis. Ohne dass wir jetzt sagen, wir müssen das aus irgendwas zusammenschnippeln. Das Zusammenschnippeln wäre leicht, das wäre zum Beispiel 5 cm mal 15 cm. Aber vielleicht können wir das mit Falten auch erreichen. Also in die Richtung immer weiter falten und vielleicht kommen wir da auf einen guten Wert. Dazu noch eine Sache. Und zwar, ich sag jetzt, wir machen mal was anderes. Wir versuchen mal aus einem Blatt A4. Also so ein Kopierpapierstück, A4, DIN A4. Ich gehe jetzt mal nicht drauf ein, wie sich das entwickelt hat, aber ganz sicher ist, dass es 21 cm an der kürzeren Seite und genau 29,7 cm auf der längeren Seite. Rechnet mal die Fläche davon aus und rechnet mal aus, wie schwer ist denn ein Blatt A4. Wenn man jetzt diese Verhältnisgleichung aufstellt und sagt, die Masse von einem A4-Blatt, MA4, und man rechnet vorher schnell aus, diese 21 cm mal 29,7 cm, kriegen wir diesen Wert raus. Natürlich muss ich mal 623,7 Quadratzentimeter nehmen, aber ich wäre blöd, wenn ich jetzt in der neuen Zeile nicht aus diesen Quadratmetern Quadratzentimeter machte. Dann kann ich nämlich kürzen, sonst geht es vorher nicht. Ein Quadratmeter sind 10 Dezimeter mal 10 Dezimeter, also zwei Nullen. Und ein Dezimeter hat 10 Zentimeter, noch zwei Nullen. Und jetzt habe ich die Zahl, die ich brauche. Oben drauf steht 80 Gramm. Hier stehen die 623,7 Quadratzentimeter. Jetzt kann ich kürzen. Ich habe MA4 praktisch frei Haus geliefert. Das geht ganz einfach. Kürzen wir mal schnell. Quadratzentimeter, jawohl, die verschwinden. Ich werde eine Masse in Gramm übrig haben. Ja, wunderbar. Und der Rest ist Tipparbeit, aber ich kann auch eins machen. Ich mache das mal in Rot, damit es auffällt. Hier streiche ich die 0 weg und hier die 0. Also dividiere ich dann durch 1000. 8 mal 623,7 durch 1000 und dann kriege ich was raus. So, und jetzt haben wir rausgekriegt 4,9896 Gramm. Also können wir getrost 5 Gramm zu dem Papierbogen sagen. So ein Bogen A4 hat also 5 Gramm. Nehmen wir jetzt 5 Gramm, geht einfacher. Jetzt war aber unsere Frage. Wenn ich so einen Bogen falte, wie oft muss ich den falten, dass ich auf 6 Gramm, 0,6 Gramm komme? Jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment. Ein kompletter A4-Bogen, 5 Gramm. Die Hälfte mal ein halb, also halbieren, ne, in der Mitte durch. Dann habe ich bloß noch 2,5 Gramm.
Wenn ich das wieder halbiere, also dieses Stück, was hier oben übrig ist, nochmal halbiere, habe ich also ein Viertel. Hätte ich 1,25 Gramm. Also ein Viertel A4 entspricht dem. Und was ist, wenn ich das nochmal falte? Habe ich ein Achtelbogen A4 entspricht 0,6 und hier hinten passiert was? 2,5. Na wunderbar. Zum Ausprobieren reicht es. Jetzt probieren wir es mal aus. Gut, prima, hat funktioniert, haben wir ausprobiert, hat wirklich auch bei 0,6 Gramm funktioniert. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich mache das mal ein bisschen schematischer. Ich habe hier einen Bonbon draufgelegt, eingewickelt. Und ich habe hier ein leeres Einwickelpapier, leicht zerknüllt, draufgelegt, damit unsere Waage funktioniert. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Jetzt habe ich hier auf die rechte Seite mein Stückchen Papier, A4 Papier, was ich nämlich ein paar Mal gefaltet habe, hier dieses, mit 0,625 Gramm raufgetan. Und hier war der Bonbon. Und was musste ich machen, damit ich Gleichstand erreiche? So, das heißt also, ich habe die Stange ein bisschen hin und her gerollert, damit sich letzten Endes hier die Hebelverhältnisse etwas ändern. Und ich hatte hier, was hatte ich gesagt, 23,6 cm, ne? Und ich hatte auf dieser Seite 23,6 cm. Wenn 25 die Mitte waren, was muss dann hier auf der Seite gewesen sein? Auf der rechten Seite? Wo ja nur unser 0,625 Gramm Papiergewichtchen lag. Was muss dann hier auf der Seite gewesen sein? 50 cm sind es insgesamt? 26,4, einverstanden? Okay, so. Jetzt kam die Idee wieder aus der Schülerschaft. Wunderbar. Na und, nehmen wir das Hebelgesetz. F1 mal L1 gleich F2 mal L2. Stimmt, könnte man machen. Weil ja Gegenstände auch eine Gewichtskraft ausüben. Aber jetzt möchte ich bitte noch die theoretische Begründung haben, weshalb man das getrost auch so machen kann. Jetzt schaut mal ins Tafelwerk. So, wir hatten ja darüber gesprochen, hier geht es ja um folgende Kräfte. Was ist denn F1? F1 ist eine Gewichtskraft. Ja, demzufolge, was ist denn das für eine Beschleunigung? Die Erdbeschleunigung. Und jetzt, eine Schülerin hat es, die andere hat es, wusste aber dann nicht, wie es weitergeht. Und zwar, hier sage ich M1 mal G. Warum sage ich nicht G1? Weil, wenn ich hier M2 mal G sage, die Erdbeschleunigung auf beide Gegenstände gleich wirkt. L2 bleibt, L1 bleibt, das ist gleich bleibt und das ist F2, das linke ist F1. Und jetzt kommt der mathematische Trick. Ich teile mal durch G. Dann kürze ich das G hier weg. Es bleibt übrig M2 mal L2. Deswegen dürfen wir dieses Gesetz nutzen. Schade, ihr wart so nah dran. Einer hat es gekonnt, die andere hat die richtige Gleichung gehabt und kam nicht auf diesen einfachen Schritt. Schade. Na gut, das kann passieren. Ist jetzt nicht weiter tragisch, aber wir haben damit bewiesen, dass wir Massenvergleich durchführen können. Mit Hilfe des Hebelgesetzes können wir Massenvergleich durchführen. Und jetzt kommt noch eine schicke Aufgabe. Moment. Und jetzt gehen wir mal ran und sagen, okay. Wie schwer war das nackte Bonbon? Denn das nackte Bonbon deswegen, weil ich das Wickelpapier auf der anderen Seite auch nochmal hingelegt habe und hier habe ich den Bonbon eingewickelt gelassen. Das dürfte man jetzt ganz leicht ausrechnen können. Macht's mal schnell. Also wir haben hier einen lustigen Wert rausgekriegt, 0,699152524 Gramm. Klar, Taschenrechner hin, Taschenrechner her. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben in diesem Bereich jetzt mit solchen langen Zahlen zu arbeiten, aber wir haben es mal spaßenshalber gemacht, ne? Wenn man die Formel dann einsetzt, auf der linken Seite den Hebel, auf der rechten Seite den Hebel, auf der rechten Seite getrost die 0,625 Gramm vom Papier, denn die Wickelpapiere heben sich ja gegenseitig auf, dann kann man das wirklich so ausrechnen. Also fast 0,7 Gramm wiegt so ein Bonbon. Na schön, kann man jetzt für andere Dinge auch nehmen. Wir machen jetzt noch hier eine Übung wir wiegen mal einen Karton, mal sehen, wie schwer das Biest ist. Aber das lässt sich in anderen Videos dann auch nochmal nachvollziehen. Wir sind total überrascht und zwar aus folgendem Grund. Wir haben eben folgenden Versuch gemacht. Abgeleitet davon, von diesem ganzen Experimentenkram, haben wir Folgendes getan.
ein 0,6 Quadratzentimeter großes Stück hier raufgelegt, haben die Waage austariert, in Gleichstand gebracht durch Hin- und Herrollen. Und das andere genauso große Schnipselchen habe ich, als die Waage im Gleichstand war, hier drauf fallen lassen. Bumm. Und tatsächlich neigte sich die Waage. Also diese Waage ist höchst genau. Wenn man die nötige Geduld hat und natürlich nicht pustet und hustet, weil solche leichten Gewichtlein, die fliegen dann natürlich ganz schnell weg. Also solche kleinen Dinge, das entspricht, und jetzt kommt der Hammer, das hier entspricht einem Tausendstel Gramm, also einem Milligramm. Das ist schon Wahnsinn. Also haben wir, ohne dass wir es wussten, eine hochgenaue Waage gebastelt und können damit auch andere Sachen auswiegen. Und ich meine, das ist zwar ein bisschen übertrieben hier hinten, diese Stellen, aber wir können wirklich doch getrost die letzte Stelle noch schnappen und sagen, warum nicht auf Tausendstel Gramm irgendwas auswiegen? Ne? Das bloß mal dazu. Gut. Schließen wir die Sache noch ab. Wir machen noch folgenden, haben folgenden Versuch gemacht. Ich habe jetzt hier einen Karton gewogen. Und zwar den Karton habe ich hier drauf getan. Ich nehme mal bloß entsprechend die Masse, die wir noch nicht wissen, M2. Und wir haben hier ganz sicher, das wussten wir, ein kleines 20 Gramm Gewichtchen drauf getan. Das ist M1. 20 Gramm ist M1. Und wieder durch Hin- und Herrollen dieses Drehpunktes, ne, so lange hin und her gerollt, habe ich Folgendes ermitteln können: 26,5 cm. Und weil das ja 50 cm sind, was bleibt übrig? Da müssten 23,5 cm auf der Seite bleiben. Ne? Richtig? 23, ja, müsste passen. So, jetzt kann man die Masse leicht ermitteln. Machen wir das nochmal schnell. Ich hole nochmal einen Schlüssel hier. Gut, wir haben das jetzt ganz schnell mal ausgerechnet. Geht ja leicht einsetzen. Ne? Durch L2, damit M2 da alleine steht. Und einsetzen, das haben wir mal ganz schnell gemacht. Eingetippt: 22,553 Gramm. Wir haben uns ganz bewusst hier auf die letzte Stelle beschränkt, weil. Mehr als Milligramm können wir dem Ding wahrscheinlich nicht zutrauen, könnte man auch noch versuchen, aber das war schon echt übertrieben. Gut, Thema durch. So kann man also mit Hilfe eines Schullineals aus Holz und letzten Endes nur einem Stück Rundstahl durch Hin- und Herdrehen, durch genaues Aufpassen, nicht husten und so weiter, wirklich tatsächlich sogar Milligramm genau Massen bestimmen. Durch Massenvergleich. Warum das geht, sieht man in dieser Formel hier an dieser Stelle. Hebelgesetz entsprechend ersetzt ergibt das hier und da g gleich ist, kann ich durch g teilen, dann bleibt das übrig und wir haben es sogar theoretisch begründet. Ich schließe das Video hiermit ab und das war's erstmal.